grüß euch, ich bin der Spitz und ich möchte heute ein ganz gemütliches Wirtshaus vorstellen. Und zwar das Haus vom Karl und von der Veronika Frusdorfer, und so heißt auch der Gasthof. Mir gefällt ganz besonders dabei, dass es ein kinderfreundliches Haus ist, mit einem Spielplatz draußen, wo die Kinder rutschen und herumtoben und schaukeln können. Es sind zwei wunderbare Geschäftsleute, die Veronika und der Karl, und die möchten ihr Wirtshaus gern selber vorstellen. Karl, heute ist ja ein besonderer Tag. Du kriegst eine hohe Auszeichnung. Was hast du da? Ja, die Stadt Vöcklabruck verleiht uns jetzt, also dann im Anschluss, die goldene Wirtschaftsmedaille. Und aus einem Grund, weil unser Betrieb schon 120 Jahre im Familienbesitz ist und immer weitergegeben worden ist. Da muss ich sagen, ich habe ja am Anfang gesagt, ein besonderes Wirtshaus und ein besonderes Haus und besondere Wirtsleute. Und dazu gratuliere ich ganz besonders. Danke. Es ist ja nicht gerade der Gasthof, den du da führst und bewirtschaftest. Du hast ja auch einen Zeltverleih. Was genau machst du? Ja, es ist eigentlich so, dass wir Zelte von 25 Personen bis 4.000, 5.000 Leute Fassungsvermögen haben in der Vermietung. Sind jetzt eigentlich da im Bezirk Vöcklabruck, Gmunden, Wels, Christkirchen, also im Zentralraum Oberösterreich, relativ viel tätig. Kommen natürlich auch ein bisschen weiter raus, sage ich jetzt einmal. Aber es ist eigentlich auch jetzt in den Laufe der Jahre immer stetig gewachsen. Durch die Qualität, was wir liefern, sind uns unsere Kundschaften treu geblieben und wir haben eigentlich 80% unserer Auslastung durch Stammkundschaften und kriegen aber mehr dazu. Ja, das ist ja genauso erfreulich wie die Auszeichnung. Es ist eigentlich eine Auszeichnung, wenn man Kunden hat, die zufrieden sind und nur neue dazukriegt. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr so einfach. Jetzt habe ich die Hausherrin vor mir und die Veronika wird mir jetzt ein wenig was erzählen über Küche und was in dem Haus alles zu haben ist, was man kriegt, was man tun kann und was empfiehlst quasi zum Essen deinen Gästen oder was wir halt gern gegessen da. Wir haben Hausmannskost, bodenständige Küche, wir machen Saisonalgerichte, wir schauen immer, dass gerade was jetzt am Markt ist, auch in der Karte zu finden ist. Alle Donnerstag habt ihr im Großgarten Musik und da wird gegrillt und da gibt es auch ein paar gute Sachen und die habe ich vorige Woche schon gehabt und ich muss sagen, sensationell. Auf das kann ich nur sagen, jeder soll vorbeikommen und das sich anschauen und das Wichtigste kosten, es ist nämlich vorzüglich. Und wegen all dieser Leistungen der Familie Frusdorfer seit vielen Jahrhunderten und wegen des Gasthofes 120 Jahre lang in Obertalheim hat der Gemeinderat der Stadt Vöcklabruck am 29. März bei Schönwetter einstimmig beschlossen, dem Unternehmen die Wirtschaftsmedaille in Gold zu verleihen. Wir gratulieren ganz besonders herzlich.